Mein Name ist Stefan Wieske, ich bin Popularkirchenmusiker hier an der Evangelischen Nazareth Kirchengemeinde und leite hier den Gospelchor Spirit of Nazareth. Den Chor habe ich 2014 im November gegründet. Ich weiß nicht warum, aber mir ist es wichtig, Leute zum Singen zu bringen. Und wenn es dann noch zum Lob Gottes dient, ist es einfach wunderbar. Gospelchor finde ich wichtig, weil die Lieder so ein bisschen eine Message haben. Es macht Spaß. Und ist sinnvoll. Mit dem Chor der Nazareth Kirchengemeinde sind wir insgesamt viermal im Jahr in unserer Kirche. Ich mag die Musikalität von Stefan Wieske sehr gern und es gefällt mir, wie er den Chor leitet. Es ist alles ziemlich ungezwungen. Man ist nicht, also allein schon der Anfang ist okay, wir fangen um 7 an, aber wenn man ein paar Minuten später kommt, macht es nichts. Und man muss auch nicht professionell singen können, man kann auch in den Chor kommen, wenn man noch nie gesungen hat. Und es wird auf jeden Rücksicht genommen und jedem das gegeben, was er gerade braucht. Und so hast du im Prinzip keinen Druck, der ständig auf dir lastet. Du musst es bringen, sondern bleibst mit Spaß dabei. Das ist das Wichtige. Ich bereite mich ja nicht auf die Proben vor. Das kommt. Höre die Songs, finde die toll, setz mich an Klavier, hör die raus, schreib die Hauptstimme raus und dann arrangiere ich die eben schon zugeschnitten auf den Chor. Was ist machbar und vor allem, was ist mit dem Machbaren geil? Also was klingt einfach geil? Ich komme jede Woche hier in den Chor, weil es mir Energie gibt. Also klar, es ist anstrengend, aber wenn es einem Spaß macht, dann hat man danach bessere Laune als vorher. Und es ist ein bisschen Abwechslung von dem Alltagsstress, den man halt so hat. Die Menschen sind hier nett. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Im Prinzip ist unser Gospelchor ein Chor. Es ist eine bunte Mischung von Menschen, die Spaß haben am Singen. Jetzt sind alles keine Profis, sind alles keine gelernten Sänger. Gospel als Musik selber ist eine total mitreißende, fröhliche Musik. Und ich fühle mich gut, wenn ich nach Hause gehe. Also es macht einfach gute Laune. Was ich mir vielleicht noch wünsche, ist eine CD-Produktion mit dem Chor. Und wo der Chor einfach sein Gospel, so wie er den wahrnimmt und wie er den fühlt, präsentieren kann, auch nochmal für zu Hause. Es lebt eben auch davon, gemeinsam etwas zu erschaffen. Und dann halt ein Auftritt ist dann sozusagen die Kirche. Wenn das aus der Liebe Gottes entspringt, was wir da machen, dann kann das nicht falsch sein.